Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Limi. Und ich habe jetzt herausgefunden, was Limi bedeutet. Und zwar, also es stand zumindest auf der Selbstseite so, Limi bedeutet so viel wie live in Minecraft oder live auf Minecraft oder sowas. Ja, war es auf jeden Fall. Liv, also L-I für Liv und Mi für Minecraft halt. Und sowas in der Art war es auf jeden Fall. Also Leben in Minecraft, wir leben in Minecraft, ja. So, ich bin jetzt extra vom Spawn aus, habe ich mit einer Folge begonnen, damit ich... das leckt gerade ein bisschen. Damit ich euch meinen Weg zu meiner neuen Heimat zeigen kann, denn ich habe mir jetzt schon ein bisschen was gebaut, habe ein bisschen was gemacht. Sieht auch, ich habe ein volles Inventar, habe Haufen Zeug mit dabei schon gelootet. Meine Kisten ist noch wesentlich mehr. Habe schon ordentlich Zeug, habe ein ganzes Dorf zerlegt, also ein Quark. Und hier seht ihr schon, hier ist was Fettes. Hier ist was richtig Fettes. Hat ordentlich Holz schon gekostet und es ist noch lange nicht fertig. Und zwar mein Wolfie Place Schlachtschiff. Nun, dann schwimmen wir auf das Schlachtschiff rauf und zeige ich mal schon mal, was ich so ein bisschen gebaut habe. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich erst ein Haus bauen oder irgendwas Kleines, Besonderes erstmal. Und dann habe ich mir so gedacht, so, ach, ein Haus baut doch jeder. Das leckt gerade übelst dich. Habe ich mir, hör auf, Lex. Ein Haus baut sich jeder. Deswegen habe ich gedacht, machst du mal ein Riesenschiff. Und ich finde es eigentlich bisher gar nicht mal so schlecht. Die Segel hier würde ich vielleicht noch ein bisschen anders machen, ein bisschen verbessern. Aber ansonsten ordentlich gewaltig und groß. So, dann habe ich auch schon die erste Kajüte gebaut. Hier ist so ein kleiner Stammtisch, hier wird dann quasi gegessen. Hier haben wir so eine kleine Küche mit ein bisschen Zeug schon, also mit reingepackt. Das jetzt, hat jetzt keine Ordnung, keine spezielle. Ich glaube noch ein bisschen Zeug. So, dann habe ich hier unten auch noch eine Kiste rumstehen. Ist auch noch ein Haufen Stuff drin, irgendwelches Zeug. Das muss ich alles nochmal sortieren, aber ich kam bisher noch nicht dazu. Deswegen ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch machen wollte. Da es fehlt mir auch gerade die Idee, was ich machen wollte. Ja, mal schauen. So, was haben wir denn? Das haben wir. Ich glaube, ich müsste mal hier die äußere... Boah, leckt das. Die äußere... Ah, ich habe ja noch hier noch Eichenholz. Das heißt, ich müsste es hinkriegen. Und zwar muss ich noch eine Menge machen. Ihr seht, hier ist noch sehr viel Arbeitsbedarf da. 6 Eichenholz. Eichenholztreppen habe ich bisher. Okay, dann machen wir ein bisschen mehr. So, dann brauche ich mir noch ein bisschen. So, ich habe jetzt auch beschlossen, die Folgen erstmal so in einem Takt von 20 Minuten aufzunehmen. Also, so im Takt von 20 Minuten, nein. Eine Länge von 20 Minuten aufzunehmen. Damit ist eigentlich, also ich denke mal, 20 Minuten ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz. Und da können wir alles reinbringen. Ja, ist gerade ein bisschen laggy. Aber jetzt zeige ich mal ein bisschen Bauen. Jo, es soll nämlich so ein bisschen verfeinert werden. Deswegen baue ich hier jetzt mal diesen Spaß hier ran. Ja, 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 ja. Läuft. Also die Hälfte haben wir jetzt schon mal verklickt. Das ist schon mal schön. Skill halt. So. Bam. Schlauer. Das war jetzt wirklich am schlauesten noch mit. Da. Scheinbar kann man im Wasser schlecht abbauen. Das geht mittlerweile selbst, wenn man hier nur so im Wasser schwimmt und nicht unter Wasser ist. Weil normalerweise war es früher immer unter Wasser, dass man schlecht abbauen konnte. Jetzt ist es tatsächlich schon über Wasser. Ja, ich habe schon viel gefarmt. Also ihr habt gesehen, in meinen Kisten, da ist Haufen Zeug, Haufen seltener Stuff auch schon dabei mit gewesen. Richtig farmen war ich noch nicht. Also ich habe zwar ein bisschen Eisen, ein großes davon ist gespendet. Ein bisschen habe ich auch so auf meiner Farmreise insgesamt gefunden. Aber ich habe jetzt noch nicht speziell nach Eisen gefarmt. Auch weil ich es noch nicht so direkt brauchte bisher. Aber das kommt noch alles, das kommt noch alles. Und bisher will ich erstmal mein Schiff hier zu Ende bauen. Denn das ist so ein bisschen. Ich will mich halt hier auch verewigen. Und das Schiff soll schon geil werden. Deswegen muss hier alles perfekt aussehen. So, ich nehme natürlich noch allein auf. Ich habe noch nicht so die Zeit gefunden, zwar mit jemandem zusammen aufzunehmen. Ich könnte vielleicht auch mit jemandem zusammen. Nämlich mit den Leuten, die jetzt gerade drauf sind. Habe ich noch nicht gefragt. Auf jeden Fall werde ich aber demnächst nochmal zusehen, dass ich mal mit ein paar Leuten zusammen aufnehme. Denn. Gibt es ja auch einige nette Gesichter, die man gerne mal, mit ich gerne mal zusammen aufnehmen würde. Ein paar kennen wir schon. Mal gucken, wie sich das entwickelt und wer sich da finden lässt. Ich will mich natürlich auch mit den Leuten, mit denen ich dann aufnehme, auch gut verstehen. Deswegen erstmal gucken, angewöhnen, wie die Leute hier so sind. Wie gesagt, einige kenne ich schon, andere müssen noch warm werden. Das wird und ich muss mich auch erstmal integrieren, weil ich bin ja noch ziemlich neu in dem Projekt drin. Das heißt, ich muss mir einfach einen Namen machen. Ja, ich bin der Boss. Ich kann alles. So, jetzt hier. War es richtig? Nein, war es nicht. Scheiße. Das war falsch. Das auch noch ab. Na los, komm her. Komm.
Kam. Haben wir. So, ich muss mal meinen Timer aufpassen. Der will sich immer verdunkeln. Ich mache das nämlich gerade mit dem iPhone, weil ich nehme immer noch mit Fraps auf. Die letzte Aufnahme ging nämlich relativ gut, weil ich muss mit Fraps spare ich mir ein bisschen mehr Zeit beim Aufnehmen und all sowas. So dass ich jetzt auch geplant habe, jeden zweiten Tag ein Video rauszubringen. Das ist, ich denke mal, das müsste so im Bereich des Möglichen sein. Also ich denke mal nicht, dass ich das nicht schaffe. Also alle zwei Tage eine Folge müsste ich hinkriegen. Ob das dann nur Limi ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird auch sehr viel Limi mit dabei sein, weil Limi ist einfach nur geil. Limi ist, Limi. Jo, das sieht zum Beispiel so aus, haben wir jetzt schon mal fertig. Jetzt will ich das vielleicht hier erstmal die Kajüten noch ein bisschen besser schöner machen. Hier soll es ja so hoch gehen, aber man hier die zweite Etage haben. Ich glaube, ich werde es auch bei zwei Etagen erstmal so belassen. Nach unten habe ich noch übelst Platz. Ist auch noch ein riesiges Lager da hin. Ist ja auch ein Schlachtschiff, das heißt, man kann auch nur Kanonen hinbauen. Es gibt noch eine Menge Dinge zu erledigen. Vor allem was hier angeht, aber ich finde das zum Beispiel so richtig schön eigentlich. Finde ich knorke. Ich habe hier auf einmal der Küche und den Texture-Pack. Das hat, ja, man den nie bimmelt gerade. Summ, summ, brumm, brumm. Ja, was kann man jetzt mal als nächstes machen? Ich habe Weizen. Hey, packe ich mal eine Kiste. Weizen brauche ich nicht. Knochen brauche ich nicht. Ja, so was bauen wir als nächstes jetzt. So, jetzt muss mal Tacheles reden. Ich brauche noch... Kriege ich einen Stack zusammen? Stack. Ja, kriege ich zusammen. Warum ich das nicht gleich alles rumforme, weil ich das am liebsten noch ein bisschen... keine Ahnung, weil ich das alles am liebsten noch da haben will. Keine Ahnung. Irgendwie so war meine Gründung, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall so. Schauen wir es mal so, wie es ist. So, Eichenholz habe ich hier noch. Ein bisschen Stileinheitlichkeit muss natürlich auch bewahrt werden. Wow. Leitern habe ich glaube ich auch noch irgendwo. Jo, habe ich. Leitern. Ich hätte hier gerne hinten noch irgendwo noch so ein Dings gehabt, aber kein Platz. Schade. Auf jeden Fall setzen wir erstmal dieses Dings hin, so mit diesen Platten. Vielleicht so als Umrandung. Keine Ahnung. Das wäre mal schön. So, hier haben wir jetzt schon das andere Holz. Da mache ich das mal so halb. Das sieht zwar ein bisschen hybrid aus, aber gefällt mir. Gefällt mir. Du kannst sagen, was du willst. Gefällt mir. Nein! Jetzt bin ich natürlich fein. So. Gehen wir mal wieder hoch. Bin oben. Ja. Yeah. So, jetzt bauen wir dann noch weiter. Hoffentlich sind die, also bei letzten Folge ist mir aufgefallen, da die eine steht direkt zum Anfang, irgendwie habe ich da so eine ganz komische Tonsequenz. Da hört sich meine Stimme total verstellt an. Das war irgendwie, das war eigentlich, ich habe meine Stimme da nicht großartig wirklich reell umgestellt, sondern jetzt das Programm hat das irgendwie gemacht beim Aufnehmen, keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall sehr komisch angehört. Aber das war auf jeden Fall nicht Absicht für die Leute, die es jetzt vielleicht befürchtet hatten, wieso auch immer das so sein sollte. Hier packe ich mal wieder sowas hin. So, dann ziehen wir mal hier durch. Ja, Steuerrad machen, da gucken wir mal. Da gibt es bestimmt noch Ideen, die wir da umsetzen können. Ich nehme mir das jetzt so hier fällt. Das gucken wir uns gleich mal an. Jawohl, so schlimm ist das gar nicht. Das muss auf jeden Fall auch noch schöner gemacht werden. Können wir irgendwas mit Zäunen machen? Ja, kann man machen. Können wir vielleicht noch ändern, aber auf jeden Fall ist das schon mal ja nicht so schlecht, wie es jetzt ist. So. Dann setzen wir mal hier überall die Planken hin. Planken. Dann können wir schon mal die zweite Etage einweihen. Wow. Und ein Timer ist schon wieder unsichtbar. Jetzt sehe ich schon wieder nicht, wie spät es ist. Versuche ich mal gerade mit zwei Händen hinzukriegen. Bildschirm nicht gucken und gleichzeitig den Code von meinem Handy eingeben. Und wir haben noch 10 Minuten, okay. Dann ist ja alles okay. Dann ist ja alles knorke. So, 19 Stück. So, düt. So. Verbaut. Wenn der Block jetzt fehlt, dann... Ah, nee, doch nicht. Gut.
Dann halt nicht, aber trotzdem gut. So. Fackel habe ich zwar da. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Fackeln. Habe ich irgendwo noch mehr Fackeln? Nee, hatte ich nicht. Aber ich muss doch bestimmt. Hier war irgendwo Kohle. Kohle. Also. Ach, hier sind ja 11 Fackeln. Ich bin ja auch dämlich. 12 Fackeln habe ich jetzt. So. Eine. Ja, passt. Das muss natürlich alles auch einen Stil haben. Das passt da natürlich nicht ran. Dann setzen wir die halt hier so ran. Aber auf jeden Fall ist es hier schon mal schön geräumig. Naja, das heißt geräumig. Ist ein bisschen eng, aber... Schnieke. Schnieke. So. Leiter haben wir da. Okay, das ist gut. Da muss hin. Jo, da haben wir schon mal hier so oben soweit fertig. Fackel nehme ich mal wieder raus. Setz mal das mal noch so hin. Okay, gut. Und jetzt, bap. So, jetzt mal gucken, wie ich das jetzt anstelle. Ich habe eine Idee. Nein, nicht mit Steinstufen. Die ich übrigens alle aus dem Dorf gestohlen habe. Frag mich nicht, woher. Ja, woher denn wohl? Aus dem Dorf. Wie ich schon sah, ich habe es aus dem Dorf gestohlen. Frag mich nicht, woher? Woher habe ich die her? Also nicht aus dem Dorf, nein. Nein, gar nicht. So, passt das? Natürlich nicht. Und der Dead X, den man vielleicht schon aus dem Elemental Clash Projekt kennt, hat geliftet. Ja, tatsächlich, der ist nämlich auch hier dabei. Auch schon von Anfang an, so wie ich das erfahren habe. So. Wenn ich mich jetzt irre, dann fehlt hier ein Block. Scheiße. Genau einer, ey. Genau ein verkackter Block fehlt. Ist ja wohl nicht wahr. Hey. Eins muss so sein. Kann ich den nämlich mal direkt anwählen. So. Das muss man ändern. Brauchen wir erstmal noch eine einzige Fichtenstufe. Das ist ja natürlich wieder toll. Und uns fehlt natürlich... Na doch, wir haben ja genug. Okay, gut. Ich will nichts gesagt haben. Nehmen wir es einfach mal so hin. Mein Timer ist schon wieder aus. Leck mich doch. Ich muss mir da was einfallen lassen. Ich glaube, ich nehme mir mit meinem iPhone den Timer auf. Das war eine dumme Idee. Ja, das ist halt der Nachteil, dass man hier keinen Timer hat. Dass man sehen kann, wie lange man schon aufnimmt. So. So, jetzt Zäune hier. Das gefällt mir zwar nicht so ganz, aber das kann man alles noch ändern. Mit den Zäunen. Zumindest so ansatzweise kann man es ändern. Ja, ist auch schon geräumig hier. Auf jeden Fall. Überlege, ob man hier vielleicht nicht so eine dritte Stufe hin machen könnte, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Nee. Das ist schön geräumig hier so. So ein Deck, so. Balkon quasi. Und wir sind schon bei 13 Minuten, aber wie gesagt, ihr wolltet die Folge auf 20 Minuten verlängern, damit das schön passend ist. So. Dann könnten wir hier vielleicht noch so was hinsetzen. Dann setzen wir hier mal sowas hin. So was hin. So was hin. Okay. Passt. Ich bräuchte mal um hier eine Werkbank. Können wir ja machen. Oder? Hammer, Holz. Ja, mal Dings, Holz. Okay. Eine Werkbankhammer. Setzen wir die mal hier hin. Als quasi... Ich brauche mal noch sowas hier. Also nochmal. Ich habe eine Idee. Wie das hier halbwegs vernünftig aussehen kann. Ist noch nicht ganz, wie ich mir das gerade gedacht habe, aber trotzdem schön. So, hier mit den Blöcken gefällt mir das mal nicht so ganz. Aber das können wir ja alles noch ändern. Jetzt brauche ich mal so ein Steuerrad. Wie mache ich mal ein gutes Steuerrad? Setzen wir uns das mal so ran. Bilderrahmen brauche ich dafür. Nein, nicht so ein Bilderrahmen, sondern hier so ein Rahmen. Wie
Wie macht man einen Rahmen? Wenn ich das wüsste. Rahmen. Wie macht man einen Rahmen? Habe ich irgendwo Stickies? Natürlich habe ich Stickies. Wie das funktioniert, dann bin ich wohl, tu mich Gott. Aber natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn man dafür Bretter braucht, okay, das kann ich ja ein anderes Mal noch herausfinden. Das ist ja, hat ja keine Eile. Das gucke ich dann zur nächsten Folge, wie man einen Rahmen macht. Das wäre auch eine geile Idee. Und quasi dann sagt man, setzt hier so einen Rahmen ran. Lange lasse ich das immer so stehen. Vielleicht setze ich danach noch einen Hebel drauf. Einen Hebel kann ich eigentlich machen, oder? Kann ich einen Hebel machen? Ich kann doch bestimmt einen Hebel machen. Wenn ich keinen Hebel machen kann, wer sonst? Ich bin ja eigentlich auch... Obwohl, ich brauche Steine. Ja. Hat schon seinen Grund. Boah, Schluck auf. Schluck auf. So, Hebel. Andersrum. Hebel. So. Passt doch. Passt doch, passt doch. Hm, Hebel, Hebel, Hebel. Und Hebel. Kleine Let's-Bild-Folge ist das hier. Könnte man fast schon sagen. Könnte man nicht sogar fast schon sagen, kann man sogar sagen. Das ist hier ein kleines Let's-Bild ist. So, was der andere auf dem Server gerade macht. Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Leute bisher wohnen. Ich habe zwar nur nicht mal kurz durchgeguckt, aber ich habe mir nicht gemerkt, wo das war. Ich wohne ja auch auf einer ganz anderen Ecke als die meisten anderen. Glaube ich zumindest. Obwohl, da hinten sind ja auch nur überall Leute. Also. So, jetzt wollen wir mal. Jetzt will ich einfach mal Kontrollcheck machen. Und zwar schwimme ich mal darüber. Denn von da aus hat man den perfekten Blick auf mein Schiff. Also von diesem komischen Strandhaus hier. Und ja. Es nimmt Form an, obwohl ich. Ich finde es ein bisschen flach. Ein bisschen sehr flach. Sollte eigentlich so von der Höhe sich vielleicht ein bisschen unterscheiden, aber ich will nicht. Kann man sich alles noch einfallen lassen. Also auf jeden Fall wird hier noch eine Menge gemacht. Hier kommen noch Kanonen rein und all sowas. Aber so insgesamt finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich finde es eigentlich schon ziemlich schnieke. So, was kann man als nächstes mal machen? Man könnte jetzt mal hier diese hier Leine quasi, könnte man hier mal zurück nach hinten nun zu Ende ziehen. Ja, hier ist ein geheimer Aufgang. Kann man mal so sagen. Okay, bauen wir mal das ab. So. Die habe ich ja mit Fichtenholz gemacht, okay. Okay. Oh, ich will jetzt nicht alles verwenden, aber okay, machen wir jetzt. Zu spät. Jetzt habe ich alle. So. Das. Das. Und das. Und jetzt alle verbraten. Ja, wir haben jetzt alle verbraten. Aber werden wir, glaube ich, auch brauchen. Sowas brauche ich auch. Ja, ich habe einen Block noch da, also könnte ich eigentlich hinkriegen. Zwei Fichtenholz. Oh, pack. Das war jetzt dumm. Das war... Ach, Mist. Ich muss nämlich hier rausstehen. Fall bloß nicht runter. Nein! Scheiße. Oder? Sind die jetzt runtergefallen? Keine Ahnung. Okay, so. Okay, ich kann eigentlich auf Länge machen. So, 1, 2, 3, hoch. Und 1, 2 und 3 und hoch. Und 1 und 2 und 3 und hoch. Man muss auch mal als bedenken, dass alles, was ich hier gebaut ist, habe ich ja schon mal erzählt, quasi, man könnte sagen, Vanilla gebaut ist. Naja, man könnte sagen, es ist so, ist alles Vanilla gebaut. Aber einfach, weil es so viele Leute sind, weil alle so viel Zeit hier reinstecken, werden hier so geile Sachen gebaut, das ist wirklich Deluxe. Also richtig geil eigentlich. Deswegen finde ich das Projekt auch so cool. Das ist wunderbar. Wunderbar. So, fertig. Fertig, tatsächlich. Jetzt vorsichtig hier runterlaufen. Uah. So, haben wir. Ja, sitzt. Sitzt auf jeden Fall. Jetzt überlege ich fast schon hier noch so eine Leine hochzuziehen. Also so eine. Ich glaube, das mache ich sogar. Bauen wir schnell ab. Und dann sind wir auch gleich schon am Ende der Folge angekommen. Tatsächlich. Okay, das muss ich abbauen. Das muss ich abbauen. Jetzt habe ich fast schon die Befürchtung, dass es nicht ganz ausreichen wird. Na wohl. Man kann sagen, es reicht. So.
Man könnte so interpretieren. Ich könnte jetzt hier auch auf einen, obwohl. Machen wir das mal so hier. Hat zwar keinen Zweck, aber hat ein bisschen stiltechnisch sowas an sich. Na, es passt nicht ganz. Das ändere ich mal. Da. So. Oder anders? Anders? Andere? Andere? Was kann man da machen? Stickies. So eine Knöpfe hier. Oder? Da braucht man ja so einen Cleanstone, scheiße. Für so eine Dingsknöpfe. Kann man ja mal in den Ofen packen. Steine haben wir ja eh genug. So. Ich brauche ja eh keine, die ganze Kohle. Obwohl, die Kohle hätte ich... Ja, das ist dämlich. Die Kohle hätte ich sowieso reinpacken können. Ich muss ja, glaube ich, auch noch Essen braten. Genau, hier ist noch ein bisschen Essen. Seht, ich habe auch Haufen anderen Stuff noch. Ja, was ist das? Weizenkörner, ja. Die kommen alle von so einem kleinen Dings, da, was ich mir da gestohlen habe. Von dem kleinen Dorf, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Boah, jetzt war jetzt mal ein bisschen entspannter, halt gebaut ein bisschen mehr. Ich denke mal, es wird auch bald mal ein bisschen mehr Erfolg mit der Interaktion gehen. Mal sehen, also ich werde es so sehen, dass ich jetzt auch möglichst viel aufnehme. Aber wie gesagt, ich versuche es jeden zweiten Tag eine Folge aufzubringen. Und deswegen sage ich euch, bis dann, meine Freunde, und...